Ja, herzlich willkommen zu unserem Start unserer dritten Staffel der Webinarreihe Mehr Demokratie im Gespräch. Ich bin Johannes Alber, Campaigner bei Mehr Demokratie, und ich leite Sie heute mit meiner Co-Moderation Marie Jünemann durch die Veranstaltung. Und zwar wollen wir heute auf den Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt zurückblicken. Und dazu haben wir spannende Gäste eingeladen, die vielleicht manche von Ihnen schon kennen, und zwar Marianne Birtler. Sie ist die Vorsitzende des Bürgerrats Deutschlands Rolle in der Welt. Und manche von Ihnen kennen Sie vielleicht auch als ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Dann haben wir außerdem noch eingeladen Katharina Liesenberg. Sie ist eine der Personen hinter der Initiative Es geht los und war auch Mitinitiatorin des Bürgerrats. Ebenso wie Claudine Niert. Sie ist Bundesvorstandssprecherin von Mehr Demokratie. Und auch Jascha Rohr, Geschäftsführer des Instituts für partizipative Gestaltung, kurz IPG, einer der Durchführer des Bürgerrats. Und wundern Sie sich nicht, wenn wir uns manchmal hier in dieser Runde, zumindest Anfangsrunde, duzen. Hat jetzt nichts mit Geklüngel zu tun, sondern wir haben halt sehr lange miteinander zusammengearbeitet, und das ist auch dieses Du ist ein Resultat davon. Am Anfang werden wir nämlich hier eine kleine Runde einmal so einen kleinen Rückblick wagen auf den Bürgerrat und danach das Gespräch mit Ihnen allen öffnen. Und währenddessen, wenn Sie da schon Fragen haben, dann können Sie die einfach kurz in den Chat schreiben. Gerne, wenn Sie in den Chat noch Fragen schreiben, schreiben Sie gerne nochmal Ihren Namen dazu, damit wir den noch haben. Manchmal ist die Umbenennung, manchmal ist die Zoom-Benennung ein bisschen schwierig. Ja, um quasi uns alle auf einen Stand zu holen, möchte ich gerne Jascha bitten, uns nochmal kurz auf das Resultat des Bürgerrats zu benennen. Vielleicht ist es ein bisschen schwierig, jetzt einzelne Empfehlungen rauszupicken, weil Empfehlungen stehen eigentlich für sich selbst, und da will man vielleicht ein bisschen, ja, es wäre ein bisschen schwierig, da als Einzelne nochmal hervorzuheben. Aber Jascha, trotzdem war ja auch das Leitbild des Bürgerrats wurde erarbeitet, und du bist eigentlich so eine Person, die das bekleidet hat. Vielleicht kannst du das uns kurz und knackig präsentieren, was da rauskam. Ja, das mache ich. Vielen Dank. Kurz und knackig heißt, sag mal eben, Johannes, zwei, Du. 5 Minuten. Gut, ich mache Ist ein. das? Und du stoppst mich, wenn es zu lang wird. Also, wir hatten ja eine wirklich voraussetzungsvolle und schwierige Aufgabe, auch eine sehr abstrakte Rolle, nämlich die Frage nach Deutschlands Rolle in der Welt. Und wir haben uns als Durchführende und Initiatoren und alle, die am Vorfeld beteiligt waren, wirklich viel und lange damit beschäftigt, was denn diese Frage bedeuten kann und was das heißt, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern diese Frage eben zu beantworten auf eine Weise, die sinnvoll ist, die konkret ist, trotzdem allgemein genug ist, mit denen diejenigen, an die es geht, tatsächlich auch was anfangen können. Und da haben wir viel, viel darüber nachgedacht und uns natürlich auch auf Herrn Schäubles Grußworte bezogen, der eben auch davon gesprochen hat, ja, Deutschland ist vernetzt, Deutschland muss die Zusammenarbeit mit anderen Staaten in den Blick nehmen. Deutschland ist beliebt als Führungsnation bei anderen Ländern. Das ist sozusagen die Außensicht auf Deutschland. Aber was ist die Innensicht? Und wir haben am Ende uns dann entschieden, mit sehr viel unterschiedlichen Themenfeldern zu arbeiten. Wir haben es Reisegruppen genannt. Wir haben zu den Bereichen nachhaltige Entwicklung gearbeitet, zu dem Bereich Europäische Union, zu Wirtschaft und Handel, Demokratie und Rechtsstaat und zu Frieden und Sicherheit. Und in diesen 5 Dimensionen sind wir an sehr, sehr konkreten Beispielen, vielleicht kommen wir da später noch zu, der Frage nachgegangen, welche Rolle hat Deutschland dort, hatte Deutschland dort, hat Deutschland dort und will es zukünftig haben. Und aus all diesen Diskussionen zu all diesen Themenfeldern haben wir immer wieder, auch das können wir gleich ja nochmal auch präsentieren, wie das vielleicht methodisch ging, immer wieder die Essenzen zusammengeführt, geguckt, was für Rollenbilder entstehen da eigentlich,
Wir haben sehr, sehr viele konkrete Empfehlungen erarbeitet in diesen Themenfeldern und am Ende aber eben auch ein Leitbild, in dem sich widerspiegelt, was die Bürgerinnen und Bürger zukünftig sich unter der Rolle Deutschlands in der Welt vorstellen. Und das gebe ich vielleicht einmal kurz frei, einfach damit man es auch mitlesen kann. Jetzt muss ich nur gerade gucken, das ist hier noch nicht richtig aufgeführt. So, okay, jetzt müsste ich es gleich haben. Moment. So, da haben wir es. Das ist das Leitbild. Deutschlands Rolle in der Welt sehen wir zukünftig als faire Partnerin und Vermittlerin, die gemeinschaftlich mit anderen, insbesondere mit der EU, eine Welt gestaltet, in der auch zukünftige Generationen selbstbestimmt und gut leben können. Wird es ganz kurz tatsächlich auch erläutern, was da vielleicht für Gedanken oder so dahinter standen. Hier sind ja schon so ein paar ungewöhnliche Dinge vielleicht drin. Zum einen zukünftig als faire Partnerin und Vermittlerin, also hier ist die weibliche Form gewählt. Da gab es Diskussionen drüber, aber das ist tatsächlich aus dem Prozess, aus der Arbeit, aus den Diskussionen so entstanden. Wir haben ja auch die Rolle zeichnen lassen von einer professionellen Illustratorin, auch die ist weiblich geworden, weil immer wieder diese Frage auch kam, ist es denn, muss es denn immer eine männliche Figur sein? Ist nicht vielleicht auch jetzt die Zeit darauf? Wir haben eine Kanzlerin jetzt seit so vielen Jahren, die Zeit, das auch weiblich zu fassen. Dann Partnerin und Vermittlerin, die gemeinschaftlich mit anderen, insbesondere mit der EU, das war ja eine Reisegruppe, ein Schwerpunkt. Und es kam immer wieder diese Aussage, ja, wir wollen das mit der EU zusammen machen, wenn es geht. Eine Welt gestalten, in der auch zukünftige Generationen selbstbestimmt und gut leben können. Das ist sicherlich hier ein Teilsatz, der auch aus dieser Reisegruppe zur nachhaltigen Entwicklung ganz stark mitgeprägt wurde und immer wieder eingebracht wurde. Dazu setzen wir uns global für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und die Wahrung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit ein. Ein schöner Satz, da sind die ganzen Werte, die wir diskutiert haben, drin enthalten, worum es eigentlich bei dem Ganzen geht für die Bürgerinnen und Bürger. Auch interessant, eine Sache, die wir vielleicht nachher noch diskutieren können. Demokratie ist hier nicht genannt, aus einem finde ich, sehr, sehr weiten Verständnis, denn die Bürgerinnen und Bürger haben gesagt, oder so habe ich es auch verstanden, dass es hier nicht aufgenommen wurde, dass es nicht darum gehen soll, hier eine Staatsform vorzuschlagen, sondern dass es eben um die Werte geht, um Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Frieden und Sicherheit, dass die den Vorrang haben vor einer bestimmten staatlichen Form als Präferenz. Wir wollen uns unserer Verantwortung für das Erreichen dieser Ziele stellen, indem wir transparent und vorausschauend handeln und unseren eigenen Ansprüchen gerecht werden. Also selber Verantwortung übernehmen, das Erreichen dieser Ziele nach vorne stellen, dabei transparent sein. Komme ich gleich noch zu, warum das so interessant ist. Auch dieser Satz, den eigenen Ansprüchen gerecht werden, das greift nämlich der letzte Satz jetzt noch auf. Wenn wir dabei innovativ und inspirierend im eigenen Land vorangehen, selbstkritisch voneinander lernen und konsequent handeln, können wir für andere zum Vorbild werden. Und in diesem Satz, der kommt so harmlos daher, steckt aber viel, viel Diskussion, viel Deliberation und ich finde auch eine ganz für Deutschland wichtige zentrale Aussage, denn wir haben viel darüber diskutiert. Es gibt ja diesen Satz am deutschen Wesen, Tresen, Wesen soll die Welt genesen und so weiter. Also inwiefern Deutschland tatsächlich Vorbild sein kann, sein möchte, inwieweit das nicht auch mit Blick auf unsere Geschichte ein Anspruch ist, der vielleicht fragwürdig ist, insbesondere wenn man ihn von außen betrachtet. Also über diese Frage Vorbild gab es ganz, ganz viel Diskussion. Und hier in diesem Satz ist das jetzt so gedreht, dass ganz deutlich von den Bürgerinnen und Bürgern dieses Bürgerrats gesagt wurde, wir müssen selber es machen, wir müssen innovativ sein, wir müssen inspirieren, wir müssen es bei uns zu Hause,
Da müssen wir es gut zeigen, auch indem wir selbstkritisch sind, indem wir konsequent sind. Und dann, aber nur dann, können wir eben für andere zum Vorbild werden. Und auch das steckt da natürlich versteckt da drin, wenn die anderen das eben selber entscheiden. Also es sind nicht wir, die das entscheiden, ob wir Vorbild sind oder nicht, sondern die anderen, die uns dann vielleicht zum Vorbild nehmen wollen. Ja, vielen Dank, Jascha, für diesen, Entschuldigung, Ja, für diesen kurzen Überblick. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, diese großen vielen Gedanken da, die da reingeflossen sind, nochmal hochzuholen. Vielen Dank für diesen guten Einblick. Dieses Leitbild und diese Empfehlung und der ganze Prozess dahinter wurde in dem Bürgergutachten zusammengefasst von den Durchführungsinstituten. Und dann bei der Übergabeveranstaltung vergangenen Freitag übergeben. Es war eine Online-Veranstaltung. Trotzdem waren Leute präsent vor Ort, unter anderem Marianne Birtler. Ja, Sie waren dort vor Ort. Wie haben Sie denn die Veranstaltung wahrgenommen? Was waren denn die Reaktionen der Politik auf das Bürgergutachten? Sie müssen sich noch entstummen. ja, ich konnte schon bei verschiedenen Gelegenheiten erleben, dass es Interesse gibt bei den Bundestagsabgeordneten, natürlich nicht bei jeder und jedem gleichermaßen. Das ist wohl auch nicht zu erwarten. Aber es gibt eben noch keine klaren, sagen wir mal, Regeln oder Verabredungen, wie diese Ergebnisse des Bürgerrats und das Gutachten jetzt Eingang findet in die Arbeit des Bundestages. Möglicherweise liegt hier auch die Gefahr, dass einzelne Beteiligte am Bürgerrat enttäuscht sind. Erinnert es so ein bisschen an die Situation, als ich 1990 in die Bundesrepublik kam. Da dachte ich, jetzt ist Demokratie und jetzt wird das alles so laufen, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und so war das vielleicht auch zu Beginn des Bürgerrats. Jetzt mache ich hier mit, ich bin gewählt worden und jetzt gehe ich mal davon aus, dass das, was wir hier erarbeiten, dann auch Eingang in die reale Politik kommt. Aber so ist das eben mit einem Rat. Ein Rat ist eine ziemlich einseitige Angelegenheit, zunächst mal. Man spricht darüber, was man der Politik, in diesem Falle dem Bundestag, empfiehlt. Und dieser ist letzten Endes frei zu entscheiden, was er macht. Aber wenn er gut beraten ist, setzt er sich mit den Empfehlungen auseinander, reagiert darauf. Spricht auch offen darüber, das wird ja von Fraktion zu Fraktion oder auch unter den Abgeordneten verschieden ist, was sie für überzeugend halten und wo sie eher zurückhaltend sind. Ich persönlich bin da schon anspruchsvoll und sage, der Bundestag ist schon, sagen wir mal, begründungspflichtig zu sagen, warum er bestimmten Empfehlungen nicht folgt und auf welche Weise oder auf welche Weise er das zu tun gedenkt. Damit experimentieren wir noch ein bisschen. Für die Zukunft, glaube ich, wäre es gut, wenn es so klare Verabredungen gibt dafür, auf welche Weise der Auftraggeber oder der Empfänger des Rats sich damit auseinandersetzt und auch nur Rückmeldung gibt. Aber da sind wir erst ganz am Anfang. Die Übergabe an den Deutschen Bundestag ist gerade erst erfolgt. Und ich habe den Eindruck, dass die alle schon vorhaben, irgendwas zu machen, sei es auf Fraktionssitzungen, möglicherweise auch mal in der Aktuellen Stunde. Wir haben ja auch die Erfahrung aus dem vorigen Bürgerrat, dass manche Abgeordnete in ihrem Wahlkreis Veranstaltungen anbieten, wo sie die in der Region aktiven Bürgerräte dazu einladen. Also ich finde diese Frage sehr wichtig und ich werde das auch genau beobachten, weil letzten Endes natürlich von der Resonanz des Empfängers abhängt, wie überzeugend solche Bürgerräte sind. Also darauf darf man gespannt sein. Die Anfänge haben mich optimistisch gestimmt, aber nur ist die Zeit auch knapp, muss man sagen. Wir befinden uns außerdem mitten im Wahlkampf. Es dauert gar nicht mehr so lange, bis die Legislaturperiode vorbei ist und dann stehen sie alle nur an den Wahlständen. Das ist natürlich jetzt kein entspanntes, ruhiges Diskutieren, was jetzt möglich ist. Aber von der Haltung her habe ich schon den Eindruck, dass viele das gut finden, sich darauf einlassen und sich damit auseinandersetzen.
Und bis zu dem Punkt war es auch einen weiten Weg. Als eine der Mitinitiatoren, Claudine, wäre es für uns vielleicht jetzt auch nochmal interessant, jetzt, wenn wir schon eher gegen Ende des Prozesses sind, auch nochmal zu erfahren, wie wir denn eigentlich dahin gekommen sind. Wie war eigentlich der ganze Weg, bis es mit dem Bürgerrat losging? Könntest du den vielleicht nochmal kurz ein bisschen darstellen? Ui. Ja. Oh, da ist immer die Frage, wo man anfängt. Ne? Fängt man bei Irland an, die uns so schön das vorgemacht haben, wenn das Parlament eine Frage rausgibt bei der gleichgeschlechtlichen Ehe oder beim Abtreibungsrecht? Ja, wir sind nach Irland gefahren und haben uns anders den Prozess angeguckt und haben gesagt, das wollen wir in Deutschland auch haben. Also so ganz einfach und praktisch war es dann. Und wir sind nach Deutschland zurückgekommen und haben einfach mit der Politik als erstes geredet, mit den Regierungsfraktionen und haben gesagt, wir würden gerne so einen Modellversuch auch hier machen. Und wen wir sofort gewonnen haben, war tatsächlich den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der uns dann tatsächlich auch die Schirmherrschaft für den ersten Bürgerrat Demokratie mit auf den Weg gegeben hat. Und eine der Empfehlungen war eben aus dem Bürgerrat Demokratie, dass der Bundestag sich zukünftig doch auch beraten lassen soll durch losbasierte Bürgerräte. Und genau das hat ja der Bundestag aufgegriffen und hat gesagt, gut, wir würden gerne noch mal einen Modellversuch haben. Wir würden uns wünschen, dass es noch mal einen Bürgerrat gibt, der sich diesmal zu einem Thema äußert, auf das wir uns im Bundestag einigen. Und das ist, glaube ich, der spannendste Moment, dass tatsächlich alle Fraktionen, und das ist jetzt ja momentan in dieser Legislatur gar nicht so einfach, wirklich alle Fraktionen an diesem Punkt unter einem Hut zu bekommen. Und die haben sich eben auf die Rolle Deutschlands geeinigt. Und wir haben den Bürgerrat jetzt durchgeführt. Und das Besondere ist, sie wollen einerseits die Ergebnisse zu diesem Thema haben, aber andererseits gucken die natürlich genau, wie haben wir das Ganze gemacht? Wie funktioniert das Modell? Wie haben wir es durchgeführt? Was sind die Knackpunkte? Wo sind die Schwächen? Wo sind die Stärken? Weil sie genau das Modell sich eben auf den Aspekt hin angucken, wie kann es in der nächsten Legislaturperiode eigentlich weiter genutzt werden. Also alle sind sich eigentlich klar darüber, wir wollen das Instrument zukünftig haben, wir wollen es mehr nutzen. Und jetzt tastet man sich voran, um zu gucken, wie. Also wie kann es tatsächlich in dem Alltag des Bundestags aufgenommen werden? So sage ich jetzt mal idealerweise, dass wir vielleicht in der Legislaturperiode 1 bis 3 Bürgerräte erleben können und die Abgeordneten wirklich auch den Mehrwert darin sehen. Und ich glaube, das ist das Besondere bei diesem Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt. Wir haben gesagt, wir machen den gerade im Hinblick darauf, dass die Abgeordneten ein Positiverlebnis damit haben sollen. Also sie sollen erleben, dass sie unterstützt werden durch die wegweisenden Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger im Bürgerrat. Und wenn man sich jetzt die 32 Empfehlungen anguckt, dann kann man eigentlich sagen, dass jede Fraktion in irgendeiner Empfehlung auch für sich was findet. Also sie können sehr gut damit Politik machen. Sicher hätte es an manchen Stellen auch die Fragestellung noch sehr viel konkreter sein können. Aber erstmal haben wir da einen guten Aufschlag gemacht. Und soweit ich informiert bin, war der Bürgerrat heute auch Thema im Ältestenrat. Also heute hat der Ältestenrat wieder getagt. Und soweit ich Schäuble verstanden habe, wollte er das heute dort auch bekannt geben. Also die Ergebnisse sind an den Bundestag gegangen. Und jetzt geht es seinen ganz offiziellen Weg. Also sprich, werden die parlamentarischen Geschäftsführer im Bundestag informiert. Die bekommen die Ergebnisse. Und dann liegt es in der Hand jeder Fraktion, was sie mit den Ergebnissen macht. Und wir von Mehr Demokratie sagen ja, wir fühlen uns verantwortlich gerade für die Nachsorge, begleiten das aus unserer Warte auch. Und wir haben schon in den letzten Wochen an die 16, 17 Gespräche geführt mit den jeweiligen Fachpolitikern oder Ausschussvorsitzenden oder Ausschussmitgliedern oder Obleuten, die dafür zuständig sind, mit diesen Ergebnissen umzugehen, sodass die auch alle vorbereitet sind und auch alle Bescheid wissen. Und wir führen die Gespräche noch weiter und haken da auch nach, weil wir eben jetzt auch in den letzten Sitzungswochen sind vor der Sommerpause. Aber ja, wir beäugen das und grundsätzlich kann ich sagen, bin ich erstmal positiv überrascht, weil ich mehr Bewegung wahrnehme, auch hinter den Kulissen, als wir es uns ursprünglich gedacht hätten oder erwartet hätten. Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Katharina, du bist jetzt auch eine der Mitinitiatoren gewesen und seid auch mit bestimmten Erwartungen an den ganzen Prozess herangetreten. Mit welchen Erwartungen, was für Erwartungen waren das und wurden sie erfüllt?
Ja, Claudine hat ja schon ein bisschen was angedeutet. Es entstand ja aus dem Anspruch heraus, tatsächlich zu sagen, nach dem Bürgerrat Demokratie, wo eine Forderung war, solche Formate weiterzuführen. Es ist wünschenswert, dass wir es schaffen, vor der Bundestagswahl 2021 weitere solche Formate durchzuführen oder nochmal ein Modell mindestens zu machen. Insofern war das jetzt schon mal die größte Erwartung und die größte Freude natürlich, dass wir es überhaupt geschafft haben, und zwar in Zusammenarbeit mit dem Bundestag und mit dem eben, ja, wie angesprochen, fraktionsübergreifenden Vorschlag, dieses Thema auch zu wählen. Also da wirklich einfach eine breite Unterstützung von Seiten des Bundestags zu bekommen, ist, denke ich, ein großes Kompliment auch an das Format und natürlich an alles, was schon vorher passiert ist. Und insofern sind unsere Erwartungen jetzt auch einfach getroffen worden, weil ja die Resonanz jetzt weitergeht. Weil sowohl von Seiten der Öffentlichkeit und von den Medien als auch von Politikerinnen und Politikern das Ganze aufgegriffen wird und behandelt wird und es tatsächlich eine Gesprächsbereitschaft gibt, das auch über die Bundestagswahl hinaus dann weiterzuführen. Und das, denke ich, ein großer Erfolg. Dann standen wir natürlich auf einmal vor dieser immensen Herausforderung. Es gibt eine Pandemie und normalerweise finden Bürgerräte ja eigentlich analog statt oder die meisten Formate wurden bis jetzt nur physisch gemacht. Und das Ganze dann auch noch online auf die Beine gestellt zu bekommen und den Bürgerrat komplett online durchzuhalten und es zu schaffen. Und natürlich gab es manchmal kleine oder größere technische Probleme, aber alles in allem haben ja viele Teilnehmende das online sehr positiv wahrgenommen. Der Austausch fand gut statt. Es war sogar möglich, viel mehr Menschen vielleicht einzubinden, weil man die Politik dazu schalten konnte und so weiter und so fort. Also auch da ist, glaube ich, das war eine große Herausforderung, einen Online-Bürgerrat zu machen. Und da war die Erwartung natürlich, oh Gott, wie wird das nur? Und auch da können wir, glaube ich, froh sein und stolz sein, wie weit wir damit gekommen sind. Ja, Marianne? Einen Moment, du musst dich noch entstummen. Ist ja wirklich ein Running Gag. Nein, ich wollte noch etwas sagen, was die anderen Beteiligten hier im Podium vielleicht nicht so klar zum Ausdruck bringen können. Es war ja eine unglaubliche Herausforderung, so ein breites Thema zu stemmen in 50 Stunden Diskussion. Und ich war voller Bewunderung, wie die Veranstalter und dann auch die ganzen Moderatoren die Sache so strukturiert haben, dass da wirklich sozusagen auch eine Linie erkennbar war. Also einmal durch diese 5 Reisegruppen, die Unterthemen. Und dann wurden in jeder dieser Gruppen nochmal 2 oder 3 ganz konkrete Fragen benannt, auf die sich die Diskussion dann hinbewegt hat. Also anders wäre das gar nicht zu bewältigen gewesen. Und das fand ich ziemlich genial. Überhaupt auch die Rolle der Moderatoren, die das geschafft haben, also auch wirklich bei den vorhandenen Ungleichheiten der Teilnehmer ja auch so Gerechtigkeit und Augenhöhe zumindest größtenteils zu gewährleisten. Das fand ich toll. Ja, das war auch nochmal ein Lob an euch. Jetzt ist ein Bürgerrat vorbei, jetzt seid ihr eigentlich schon in der Planung des nächsten Bürgerrats, und zwar auch ein bundesweiter zum Thema Klima. Jetzt aus eurer Durchführersicht, mit welchen Learnings geht ihr denn in diese Arbeit? Oh ja, da hatten wir jetzt gerade auch ein neues Treffen dazu, zu den Learnings. Oh, ganz viele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss mal kurz überlegen. Also ein Learning ist sicherlich, einen Fokus auf das Kernthema zu haben. Wir hatten diesmal unglaublich viele Themen. Das lag auch natürlich an der Fragestellung und dass wir uns diesem Thema nähern wollten. Beim Klima ist das ja nicht so viel anders. Auch Klima ist unglaublich komplex und wir werden von verschiedenen Themenseiten da rangehen. Aber wir wollen natürlich trotzdem immer gucken, dass wir so auf die Kernfragen fokussieren und das in den Mittelpunkt stellen. Das ist sicherlich eine Sache. Dann, was die Online-Beteiligung angeht, haben wir alle das Gefühl, das läuft gerade ganz gut so. Eigentlich hat es Vor- und Nachteile, damit sind wir zufrieden. Da werden wir sicherlich
jetzt sogar vielleicht ein bisschen mutiger werden, auch noch ein paar andere Formen der Gesprächsführung einzuführen. Da waren wir beim ersten Mal vielleicht jetzt auch einfach vorsichtig, weil wir natürlich nicht wussten, wie das klappt und was klappt und deswegen uns langsam daran gepirscht haben. Ja, vielen Dank. Dann würde ich jetzt einfach von meinen Fragen ablassen und einfach für die ganz vielen hier im Chat und auch von Ihnen Teilnehmenden öffnen. Und zwar haben wir schon Herrn Dietmar Rauter, der sich gemeldet hat, und danach Marius Niedermeyer. Da gehen wir jetzt einfach in die offene Runde. Melden Sie sich gerne. Wir hatten schon die Diskussion, es gibt unterschiedliche Versionen von Zoom. Entweder können Sie die Hand melden bei Reaktionen oder bei, müssen Sie schauen, bei dem Button Teilnehmer. Da können Sie sich dann melden. Und dann würde ich jetzt gerne Herrn Rauter gerne bitten, sich zu entstummen. So, ja. Habe mich entstummt. Könnt ihr mich verstehen? Ja, wir hören Sie. Gut. Ich möchte gerne mal einen historischen Aspekt reinbringen. Deutschland spielt ja schon eine besondere Rolle in der Welt. Eine ganz große Stärke ist das, was wir jetzt tun. Das heißt, dass wir uns auseinandersetzen können, dass wir einen freien Austausch von Meinungen und so weiter haben, was ja nicht überall gegeben ist. Dann ist die Frage, wie ist dazu gekommen? Und es ist dazu gekommen, dass ich in Deutschland nach dem Weltkrieg eine Kreativwirtschaft hatte. Ich komme aus Kiel. Da sind durch die Militärinvestitionen, die dort gemacht wurden, sind viele Entdeckungen und Entwicklungen gemacht worden. Zum Beispiel der Fernschreiber kommt aus Kiel. Und das wurde übernommen und hat sich dann fortgesetzt. Das heißt, eine Produktivität entsteht in Deutschland, eine Entfaltung der Kreativkräfte und eine Entfaltung der Wissenschaft und Bildung. Und danke. Darauf. Danke, Herr Rauter. Wir sind in einem Rückblick auf den Bürgerklima. Haben Sie in so ja, aber das, daraus kommt die Demokratie. Ja, genau. Weil die Wirtschaft das gerne davon profitiert. Ja. Und wir haben 68 eine Verkrustung gehabt, und ich bin 68er. Entschuldigung, ich bin in der Rolle des Moderators, es geht mir zu viel in ein Detail rein. Okay, alles klar. Ja, aber vielen, vielen Dank für diese Frage oder für diese Meinung. Herr Niederastrott, gerne können Sie jetzt Fragen stellen oder Ihren Publik. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich das Video auslasse. Ich war Teilnehmer beim Bürgerrat Demokratie in Leipzig. Und was mich interessieren würde, also was jetzt an die Organisatoren geht, welche Erfahrungen haben Sie bei dem Bürgerrat gemacht, die Sie dann, und also hatte das irgendwelchen Einfluss, was Sie jetzt beim letzten Bürgerrat anders gemacht haben? Also was haben Sie vom Bürgerrat Demokratie gelernt, dass Sie beim Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt ja irgendwie einbringen konnten, anders bringen konnten, organisatorisch oder so? Hätten Sie diese Frage gerne von einer bestimmten Person beantwortet? Nein, das ist mir egal. Okay, dann schauen wir mal, wer es ist. Zuck, Durchführung oder die InitiatorInnen? Ich kann es in diesem Fall nicht machen, weil ich beim ersten nicht dabei bin. Okay, dann Claudine. Das ist eine spannende Frage, weil das tolle Ding ist ja, wir haben es einmal offline gemacht und einmal online, und alles, was wir beim zweiten Mal bei einem Präsenztreffen anders machen wollten, konnten wir nicht anders machen, weil wir ja jetzt online sein mussten. Und das, glaube ich, ist aber inzwischen das größte Geschenk, weil beide Formate haben ganz große Vorteile. Also sich an zwei Wochenenden in einem Hotel treffen, abends miteinander zusammen an den Tischen sitzen, weiter zu diskutieren, zu besprechen, drüber zu schlafen, mit der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden nachts noch ein Glas Wein zu trinken und die großen Fragen der Welt zu bewegen, das ist einfach, das hat man beim Online-Format nicht. Beim Online-Format hat man aber den Vorteil, dass wir das Ganze zeitlich strecken konnten über mehrere Wochen. Und man unter der Woche sich abends einfach auch mal trifft, 3 Stunden. Also Mittwochabends miteinander tagen zu können, war großartig online. Und online kommt man viel fokussierter und viel zielgenauer nochmal ganz konkret auf ein Thema zu sprechen. Das merken wir jetzt hier in der Runde auch. Wir wärmen uns nicht groß an, sondern wir gehen gleich rein in die Themen. Online hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass die Experten aus Südafrika nicht anreisen müssen, sondern einfach sich hier zuschalten.
Und das Idealste, würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich ein Hybrid, ist eine Kombination aus beiden Formaten. Also ich hätte sofort Lust, den nächsten Bürgerrat zu machen. Und dann zum Beispiel genauso, dass man sich an 2, 3 Samstagen trifft, ganz real, physisch und unter der Woche zum Beispiel in Online-Formaten. Und so ein Learning, was ich jetzt schon auch auf jeden Fall mitnehme und gerade auch aus dem ersten Bürgerrat, ist, wir haben ja da schon angefangen, beim ersten Bürgerrat Demokratie im Vorfeld die Politik mit reinzunehmen. Also wir hatten die Regionalkonferenzen, wo die Politiker und Abgeordneten aus dem Bundestag schon ihre Fragestellung mit präzisieren konnten. Und das haben wir jetzt bei diesem Bürgerrat nochmal gleich viel stärker gemacht und haben die Abgeordneten klar nach Deutschlands Rolle in der Welt erstmal gefragt, was sie sich darunter vorstellen und haben sie dann auch im Vorfeld nochmal das ganze Konzept beäugen lassen, um zu gucken, sind die Themen, die 5 Themenfelder und die Fragestellung eigentlich so anschlussfähig für fürs Parlament. Und ich würde sagen, für den nächsten Bürgerrat müsste man das noch viel stärker machen. Übrigens gab es jetzt ja auch eine Session online, wo die Bürgerräte mit den Politikern aller Fraktionen einen Austausch hatten. Das hatten wir zum Beispiel beim letzten Mal auch nicht. Und das würde ich auf jeden Fall das nächste Mal wieder machen. Und ich würde das nächste Mal auch noch jetzt konkreter... Jetzt habe ich dich. Jetzt höre ich. Hast du was gemacht? Nö. Ich würde das nächste Mal noch konkreter die Fragestellung ganz eng mit der Politik abstimmen. Denn viele sagen jetzt zum Beispiel auch, ja, es müssen alltagstaugliche Themen sein. Das glaube ich überhaupt nicht. Denn ich meine, ein bewaffneter Drohneneinsatz ist für einen Bundestagsabgeordneten auch nicht alltagstaugliche Frage und für uns alle nicht. Aber es ist eine ganz wesentliche Frage, wo der Politiker oder die Politikerin eine wegweisende, richtungsentscheidende Empfehlung braucht. Die Frage ist eher, wie wir die Themen aufbereiten, dass sie uns wirklich nahe kommen. Also wir brauchen nicht nur Experten, die irgendwie Wissenschaftler und Professoren sind, die über zum Beispiel Afghanistan reden, sondern wir brauchen vielleicht auch Menschen, die unmittelbar in Afghanistan leben oder geflüchtet sind und uns nochmal eine andere Art Blickrichtung in die Thematik geben können. Und ich glaube, jetzt höre ich dann auch gleich auf, das ist bei allen Themen so, denn selbst wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bürgerrat zum Wahlrecht machen würden, oder es war ja auch im Gespräch, einen Bürgerrat eventuell zu Hass und Hetze zu machen, da lief gerade der Gesetzgebungsvorgang im Bundestag, hätten wir auch die Frage gehabt, wie grenzen wir das denn jetzt konkret ein? Also wo ist eigentlich die wirklich schwierige Frage, die für den Abgeordneten oder die Abgeordnete im Bundestag hilfreich ist? Und inzwischen habe ich dafür ausfindig gemacht, dass es eigentlich immer die Fragen sind, die, wo die Politik sich vielleicht zu etwas nicht traut. Also in Irland war es so, die Politiker haben sich nicht getraut, die gleichgeschlechtliche Ehe anzunehmen im katholischen Irland oder das Abtreibungsrecht zu legalisieren. Also, weil sie sich nicht getraut haben oder sich, ja, das ist wahrscheinlich genau, weil sie sich nicht auch getraut haben, haben sie das Thema rausgegeben. Und ähnlich wäre das zum Beispiel jetzt hier auch bei uns. Also deswegen kam auch immer wieder die Frage an uns heran, hätten wir die Frage der Bewaffnung von Drohnen wirklich miteinander besprochen, dann ist das eine rote Linie. Da hat Deutschland bisher sich einfach noch nicht rangewagt und die Politik auch nicht. Und das ausfindig zu machen bei Fragestellungen in Bürgerräten, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, den würde ich bei den nächsten Bürgerräten auf jeden Fall noch mehr ins Zentrum rücken. Ja, als nächstes würde ich das Wort Mario Gerwitz erteilen. Oh, das passt gut. Vielen Dank. Claudine Niert hat gerade, glaube ich, schon ein paar Punkte gestreift, die meine Frage betreffen. Und zwar, ich frage mich, welche Aufgabe ich als Mitglied eines Bürgerrates hätte. Ich habe ein bisschen verstanden, es sind Fragestellungen, für die man so ein gesellschaftliches Gefühl bekommen soll. Ich habe aber auch verstanden, es geht darum, dass ich ein bestimmtes gegebenes Thema diskutiere, was, wenn ich zufälligerweise ausgewählt würde als Teilnehmerin für einen Bürgerrat, möglicherweise ja gar nicht mein Thema wäre. Und mein eigentlicher Aspekt, also ich hoffe, das ist klar, mein eigentlicher Aspekt ist auch noch, wodurch qualifiziere ich mich denn? Was ist denn die Erwartung an mich als Teilnehmerin? Soll ich einfach nur eine Meinung haben? Soll ich mich darauf einlassen, was ich an Informationen bekomme? Wie sehr muss ich mich in diesem Themenkorsett bewegen? Ich kann mir das nicht wirklich gut vorstellen. Vielleicht ist das möglich, mir darauf eine Antwort zu geben. Vielen Dank. Ja, wer möchte auf diese Frage antworten? Katharina?
Ich kann ja mal anfangen. Wir haben, glaube ich, auch ein paar Teilnehmende aus dem Bürgerrat Deutschlands Rolle direkt mit dabei. Also vielleicht können wir die auch einladen, was dazu sagen, wie sie sich so gefühlt haben. Grundsätzlich erstmal, die Idee ist, sie kommen einfach, wie sie sind. So jeder, der angesprochen wird und der zufällig ausgelost wird, ist einfach nur als Mensch da. Und jeder Mensch, jeder Bürger ist dazu befähigt, bei Demokratie mitzumachen. Und da gibt es kein Thema, was besonders gut passt und keine Haltung, die besonders gut passt, sondern das entsteht im Laufe des Prozesses. Und natürlich hat man Interessen so. Vielleicht interessiert mich Gesundheitspolitik wesentlich mehr als jetzt irgendwie Militärausgaben. Aber ich glaube, das ist auch genau das Spannende, dass eben man sich auch zu einem Thema erst noch eine Meinung bilden kann und andere Positionen auch kennenlernen kann. Und kennenlernen kann, dass eben auch so ein Thema wie Militärausgaben von Relevanz vielleicht für die Gestaltung von deutscher Politik, aber auch irgendwie meines gesellschaftlichen Horizonts sein kann. Also Teilnehmende sind wirklich nur als die Menschen, die sie sind und als Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Und es ist wirklich der Aufruf zu sagen, jeder Mensch hat die Möglichkeit und hat die Fähigkeit, an unserer Demokratie mitzuwirken. Dann haben sich schon zwei Bürgerrätinnen gemeldet, und zwar Friedbert Haringhaus und Frau Wunderlich. Herr Haringhaus, wollen Sie direkt da was dazu sagen? Ja, kann ich, mache ich gerne. Bei mir ist es also so gewesen, dass ich vollkommen unbedarft da reingeraten bin. Politisch, naja gut, man hört Nachrichten, man liest Zeitung, das war es aber auch. Gar nicht direkt engagiert und habe mich einfach überraschen lassen. Was kommt da auf mich zu? Dann sind wir ja in diesen verschiedenen Tischgruppen aufgeteilt worden und das fand ich an und für sich auch recht gut. Wir haben ein Thema dort erörtert. Wir haben das einzeln durchgesprochen, Konsequenzen. Bei mir war es also mit den Menschenrechten hauptsächlich. Und da ging es also auch um China und Russland. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel dazugelernt und bin entschieden, interessierter geworden. Und das ist etwas, was ich sehr positiv an dem Bürgerrat sehe und kann eigentlich nur jedem empfehlen, wenn er die Gelegenheit bekommt, daran auch tatsächlich teilzunehmen. Und es war eine schöne Diskussionsrunde. Gut, bei dem Thema insgesamt hätte man natürlich noch ein paar Stunden mehr diskutieren können, aber es war gut. Es hat mir Spaß gemacht und ich würde jederzeit wieder mitmachen. Danke. Vielen Dank für den Eindruck. Frau Wunderlich, Sie haben sich auch noch gemeldet. Ich kann ergänzen, ja. Wir sind nicht nach unseren Vorkenntnissen oder nach unseren Vorlieben, unseren Interessen gefragt worden, sondern es wurde per Computer verteilt, wer in welche Gruppe kommt. Das heißt, wir hatten nahezu alle die gleichen Voraussetzungen zu Beginn. Das Zweite war, dass wir Input bekamen. Meist zwei Fachleute, die eine Sache von zwei Seiten sehen oder sich gegenüberstehen in ihren Meinungen. Das war für uns eine gewisse Grundlage, was aber die Gefahr birgt, dass man durch eine solche Überzeugung so ein bisschen nachgezogen wird. Ob man das will oder nicht, das steht dann einfach im Raum, eine bestimmte Richtung, die man dann mehr oder weniger mitgeht. Das war das, was ich noch sagen wollte. Der Input an sich ist sehr gut, aber vielleicht müsste man diejenigen, die den Input geben, darum bitten, dass sie das ganz sachlich bringen und nicht irgendwie jemand überzeugen wollen. Vielen Dank für den Einblick. Jascha oder Claudine, wie
Was war denn so der Hintergedanke hinter dem Input, auch aus der Information heraus? Sage ich da zwei Sachen zu. Also wir haben ja ein großes Team im Hintergrund gehabt aus unseren drei Durchführungsinstituten und es gab viele Gespräche in Politik mit Expertinnen, mit Bürgerinnen im Vorfeld schon, Fokusgruppen, wo wir einfach geguckt haben, was gehört eigentlich thematisch zu diesem großen, breiten Thema dazu. Und haben natürlich uns auch Namen geben lassen und recherchiert und eine große, große Auswahl an Expertinnen aus unterschiedlichsten Feldern, aber nicht aus der Politik. PolitikerInnen wurden nicht als Expertinnen geladen gehabt. Und dann haben wir natürlich geguckt und eine Auswahl getroffen, die ein möglichst breites Meinungsspektrum abbildet. Und dann ist es aber natürlich so, dass wenn man dann diejenigen anschreibt, nicht alle zusagen und dann kann es schon auch mal die eine oder andere Ungleichgewicht geben. Das haben wir dann immer versucht, nachträglich noch irgendwie aufzufangen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist uns das auch ganz gut gelungen, wirklich ein breites Bild von allen Themen abzubilden. Damit haben wir auch schon eine Frage im Chat beantwortet, und zwar die Frage nach der Auswahl der ExpertInnen. Bevor wir jetzt nochmal zu Fragen in den Chat gehen, wollte ich jetzt eigentlich noch Herrn Müller und Frau Barbara Bullhardt rannehmen. Aber Ursula, du hattest dich auch noch gemeldet. Bist du auch eine ehemalige Teilnehmerin? Einen Moment, Herr Müller. Wir hören dich noch nicht, Ursula. Okay, da scheint es technische Probleme zu geben. Herr Müller. Ja, also ich habe ja einige Erfahrungen. Hallo? Ich habe ja einige Erfahrungen in Großgruppentechniken in den Online und Offline, ne, und habe das jetzt schon sehr interessiert wahrgenommen, auch dieser Bürgerrat vor einem Jahr in Präsenz. Ne. Was ich jetzt hier spannend finde, ist, dass in dem Leitbild ja nicht nur das letzte Absatz, sondern auch die davor eigentlich ja doch Ansprüche stellen an unsere Menschen, ne, die wir ja, vielleicht erfüllen, um jetzt wirksamer irgendwie zu sein im Sinne dieses Leitbildes. Und ich denke halt, das wäre jetzt nochmal so meine Frage, ob man das berücksichtigt für die Zukunft. Man müsste eigentlich ja doch noch mehr in der Persönlichkeitsstärkung der breiten Bevölkerung tun, nicht wahr? Denn ich habe bei vielen Recherchen, ich habe auch zwei fette Bücher über das Thema geschrieben, wie man die Welt in Ordnung bringt. Die tiefere Ursache ist ja Faktor Mensch. Wir sind eigentlich im Verhältnis zur Technologieentwicklung und auch durch die Globalisierung und das Internet, die mehr Konzentration, die da stattfindet, eigentlich als Mensch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Wir brauchen ja eine stärkere Entwicklung im Faktor Mensch. Ne? Und die müsste man ja eigentlich dann auch vorantreiben. Ne? Denn allein Bürgerbeteiligung wählt auch Berlusconi oder wählt auch Trump, das reicht ja nicht. Nicht wahr? Wir brauchen ja eigentlich den Faktor Mensch noch stärker. Und ich vertraue immer darauf, ich arbeite ja auch in vielen Unternehmen, dass also die Werte der Menschen, die da sind, eigentlich immer sehr vernünftig gewählt sind. Ne? Also man muss da gar nichts vorgeben, nicht wahr? Ne? Also eben gerade wurde ja auch die Frage gestellt, ob da irgendwie Einflüsse durch die Experten kommen. Ne? Also ich finde, da kann man durchaus auf den Menschen vertrauen. Wir müssen ihn nur stärken in seinen Werten und in seinem Verhalten. Ja, wer möchte auf diese Frage antworten? Ja, vielleicht die Frau Böttler, nicht wahr? Frau Böttler. Mhm. Hallo, hört ihr mich? Einen Moment, Ursula, wir sind gleich bei dir. Ja. Ja, wir hören dich, aber wir sind noch gerade bei einer anderen Frage. Frau Böttler, wollen Sie darauf antworten oder? Hören Sie es noch nicht? Ich war gerade sehr unkonzentriert, Entschuldigung. Mhm. Entschuldigung, wir haben alle ein bisschen, alles ein bisschen spät heute. Katharina, du hattest auch genickt. Ja, ich meine, das schließt ja eigentlich an die Art und Weise, wie wir eben auch schon gefragt haben, wie wir die Menschen eigentlich dazu holen. Klar geht es darum, dass jeder Mensch sich auch seiner Rolle innerhalb von Demokratie irgendwie bewusst wird. Und manche können diese Rolle leichter ausfüllen, weil sie irgendwie mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Und andere vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es da irgendwie materielle Fragen oder so vielleicht noch im Vordergrund stehen.
Aber natürlich ist der Grundgedanke von so Beteiligungsinstrumenten und auch von Bürgerräten, dass durch die Ermächtigung von Personen und durch eine Verständigung darüber auch in einer Gruppe, dass dadurch natürlich Veränderung stattfinden kann. Jetzt kann ich nochmal. Ja, Frau Bettler? Ja, ich durfte ja so auch von Gruppe zu Gruppe hüpfen, auch in den kleinen Gruppen, wo also nicht mitgeschnitten wurde, damit es auch mal ein nicht öffentliches Gespräch gibt. Und das war für mich eigentlich mit das Spannendste, weil man da wirklich beim Lernen richtig zugucken konnte. Also dass Leute, die sich offenbar noch kaum mit einem Thema beschäftigt haben, da plötzlich einsteigen, sich informieren, von den anderen ermutigt dann auch, sich äußern und ihre Meinung dann nachher auch verhandeln. Ich glaube, das hätten manche von sich selber nicht geglaubt, dass sie dazu in der Lage sind und dass sie dazu auch motiviert sind, das zu tun. Und das finde ich natürlich neben der öffentlichen und politischen Wirkung eines Bürgerrats auch das ist für mich von ganz großem Wert, dass es Nähe zu Politik ermöglicht und auch beispielsweise das Kennenlernen von Dilemmata, in denen Politiker stecken. Sonst ist es ja einfach, eine Meinung zu etwas zu haben, wenn man Nachrichten hört und so. Aber jetzt muss man doch rein und sagen, also es ist auf beiden Seiten eigentlich keine gute Entscheidung, aber für eins muss ich mich entscheiden. Und so, das ist ja auch die tägliche Situation, in denen Politiker stecken, und dass die so ein wenig nachzuempfinden war bei der Teilnahme an dem Bürgerrat, das halte ich für besonders wichtig. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick. In die Moderationsgruppen oder in diesen Kleingruppen dürfen wirklich nur die Moderation rein und diese Evaluation. Also wir sind jetzt wirklich so in was eingeweiht worden, was wir als Außenstehende überhaupt nicht beobachten können. Ursula, du hattest dich auch noch gemeldet. Hört ihr mich? Ja, ihr hört mich, das ist schön. Also ich möchte euch erstmal danken, dass ihr mich immer so schön einladet, dass ich an euren Diskussionsrunden teilnehmen kann. Und ich mache es mal ganz kurz. Ich war eigentlich immer total unpolitisch und habe dann, als der Staatstrojaner kam, eine Petition gemacht gegen den Staatstrojaner. Die ist abgewiesen worden. Und das war das erste Mal, dass ich als Bürger überhaupt tätig geworden bin. Ihr hört mich immer noch? Ja. Hallo? Ja. Hört ihr mich? Ja. Also, dass ich als Bürger tätig geworden bin und irgendwie aufgrund dieses Frustes, also das war eine Petition gegen den Staatstrojaner und für Volksabstimmung. Und aufgrund diesen Frustes habe ich mir eigentlich gedacht, also weil ich diese Regierung also für total unfähig halte und alles, was die machen, dass eigentlich Volksabstimmung, zu denen es nie gekommen ist, eigentlich das Richtige ist. Also ich betrachte auch die Bürgerräte eigentlich nur, also ich finde es eine gute Sache, was ihr da jetzt alles so macht, aber ich betrachte das eigentlich nur als Übergangslösung, dass die Menschen eigentlich alles entscheiden können, also Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Und jetzt ist natürlich jetzt in der Corona-Krise hat mir das Ganze alles so zu denken gegeben, jetzt so wie diese Mainstream Medien gesteuert sind, also könnte man ja im Rahmen einer Volksabstimmung gar keine richtige Entscheidung treffen. Also solange die Mainstream-Medien nicht wirklich unabhängig sind mit freien Journalisten, kann ja kein Mensch zu einer vernünftigen Lösung kommen. Also ich habe letztens noch gelesen, dass diese ganzen Politiker da irgendwie bei den Öffentlich-Rechtlichen da oben irgendwie in diesen Räten sitzen und das eigentlich letztendlich alles steuern. Ne? Und das ist aber doch was anderes als Staatsfunk. Ja, da muss ich jetzt wieder als Moderation reingrätschen. Ich würde es aber... Wollt ihr jetzt von mir hören? Also ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, ich finde, das ist eine gute Sache, aber letztendlich sollte der Bürger so in die Politik mit eingeschlossen werden, dass er wirklich selber Entscheidungen treffen kann, wie bei den Schweizern zum Beispiel, dass die über Kuhhörner abstimmen und die letzten Kleinigkeiten. Ja. Vielen Dank für diese Überleitung. Was die Frau Niert eben gesagt hatte zu dieser, ich sag mal, ob das jetzt die Drohnen waren oder sowas, das sind ja alles ganz wichtige Sachen. Da möchte ich als Bürger auch was zu sagen. Also ich bin nämlich total gegen Krieg. Genau. Ne? Also vielen Dank, für Ihre Meinung. Das ist eine perfekte Überleitung zu einer sehr wichtigen Frage oder zu einer Frage aus dem Chat. Und zwar gab es auch die Frage nach der Kombination zwischen Bürgerinnenräten und direkte Demokratie. Und das wäre wahrscheinlich eher eine Frage für Claudine. Inwiefern kann man denn direkte Demokratie und Bürgerräte auch kombinieren? Ja, Johannes, du moderierst. Jetzt hat Marianne sich noch gemeldet. Das ging Entschuldigung, das habe ich nicht gesehen. Das ging genau um diese Frage, Claudine. Mach ruhig weiter.
Das habe ich jetzt übersehen, Entschuldigung. Gut, gut. Also wir von Mehr Demokratie, wir haben es ja gut, wir können uns immer mehr Demokratie vorstellen und immer mehr Demokratie wünschen. Und da machen wir immer Vorschläge, wie mehr Demokratie tatsächlich auch sein könnte. Und es ist völlig klar, dass wir seit Jahren davon überzeugt sind, dass wir starke Parlamente brauchen, aber wir brauchen auch Volksabstimmungen. Und das sehen wir ja auch in den Bundesländern, wie hilfreich das ist. Und jetzt ist das neue Element, was dazu kommt, sind Bürgerräte. Und die sind für mich so wirklich, die machen so die Sache richtig rund, weil ein Bürgerrat hat die Möglichkeit, eben nicht die Ja-Nein-Frage so in den Vordergrund zu stellen, sondern den Querschnitt der Bevölkerung eine Empfehlung erarbeiten zu lassen, an der sich die Politik orientieren kann. Und ich würde mal sagen, mit jedem Bürgerrat erproben wir das Modell erneut. Und das Schöne daran ist, wir können es jedes Mal ein bisschen mehr verbessern. Und das finde ich jetzt erstmal einen absoluten Gewinn. Und wir haben jetzt zwei Bürgerräte auf Bundesebene erlebt und ich bin ganz neugierig, wo wir in 10 Jahren stehen. Und natürlich ist für mich Irland das ganz große Vorbild. Das Parlament gibt eine Frage in einem Bürgerrat, der gibt eine Empfehlung ab und danach gibt es eine Abstimmung im ganzen Land, ob diese Empfehlung denn auch so übernommen werden soll, ja oder nein. Und das ist natürlich ein ganz großes Ideal. Das würde ich mir auf Bundesebene in Deutschland auf jeden Fall auch wünschen. Und ich glaube, das ist jetzt mir erstmal ein Teilschritt mit den Bürgerräten in diese Richtung. Wir stellen aber auch fest, dass zum Beispiel die Hardliner, die Gegner, die immer gegen Volksabstimmung auf Bundesebene waren, sich plötzlich an der Stelle vorstellen könnten, aha, eine Kombination von Bürgerräten und Volksabstimmung, da könnte ich vielleicht mitgehen. Also das heißt, dass man vielleicht vor einer Abstimmung noch einen Bürgerrat hat oder dass man nach einer Volksinitiative, also sprich, worüber soll denn tatsächlich dann noch abgestimmt werden, ein Bürgerrat mit reinnimmt. Also da kommen wir in ganz, ganz spannende Momente. Übrigens am kommenden Samstag, bin ich richtig, haben wir doch eine öffentliche Veranstaltung genau zu diesem Thema. Also jeder, der Interesse hat, über die Kombination von Volksentscheiden und Bürgerräten mit eintauchen zu wollen, der kann am kommenden Samstag den ganzen Tag mit dabei sein. Bei Mehr Demokratie auf der Webseite findet ihr alles, was es dazu braucht. Besser gesagt, das ist eine mitgliederinterne Veranstaltung. Oh. Aber da muss man halt davor Mitglied werden. Das ist dann... Das ist eine gute Idee. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, dass wenn Menschen uns schreiben, wir ihnen auch gerne Zugangsdaten schicken. Ja, aber Frau Böttler, Sie haben sich noch gemeldet. Jetzt habe ich hier eine Störung. Ja? Johannes, jetzt. Kann ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. Also ich glaube, man muss auch die Widerstände gegen Volksabstimmungen ernst nehmen. Man muss sie nicht teilen, aber man muss sie ernst nehmen. Und da hat es ja in den letzten Jahren wirklich einige Entwicklungen gegeben, die ich ziemlich dramatisch finde und auch angsterregend. Also wenn ich an den Brexit denke oder an populistische Ströme oder wenn einer nur genug Geld hat und eine unglaublich teure Öffentlichkeitsarbeit machen kann zu einer Ja-Nein-Frage, dann ist eben die Gefahr der Manipulation auch groß. Ich weiß, wenn ich das hier sage, gibt es da bestimmt viel Widerspruch. Aber wenn man beim Bürgerrat sieht, wie die einen oder anderen ihre Haltungen verändert haben, vom ersten bis zum letzten Tag, die ganze Zeit ging es um Eimer. Jetzt ist leider nicht nur die Verbindung, sondern auch Frau Pirtler verloren gegangen. Lieber Alex, bevor wir vielleicht an dich übergeben, wollte ich jetzt einfach mal fragen, Marie, welche Fragen gibt es denn noch aus dem Chat? Ja, vielen Dank. Jetzt ist es ja schon fortgeschrittene Zeit und ich habe wirklich jede einzelne Frage im Chat mir aufgeschrieben und sie thematisch sortiert. Ich hoffe, dass ich sie heute alle noch reinstellen kann und ich würde mal anfangen mit Fragen, die sich auf den Prozess tatsächlich direkt richten. Und zwar kamen Fragen nochmal zur Expertinnenauswahl. Wie wir schon mal festgestellt haben, ist die ja relativ wichtig in dem Bürgerrat. Und die Frage war, wer hat die ausgewählt und war es für die Bürgerinnenräte selbst möglich, Expertinnen vorzuschlagen, wenn sie interessiert haben? Ich darf nochmal antworten. Also, ja, wie gesagt, wir haben sie ausgewählt durch eine breite Recherche, mit vielen Leuten gesprochen, uns Namen geben lassen, daraus ausgewählt, auf Ausgewogenheit der Positionen geachtet. Und natürlich ist es auch denkbar in zukünftigen Versionen, dass Bürgerinnen und Bürger sozusagen das Agenda-Setting, und dazu gehört auch Expertinnenauswahl,
auch teilweise oder ganz selber machen? Das ist eine methodische Frage, die sozusagen am Anfang entschieden wird von den Durchführenden und dann entsprechend auch gemacht werden kann. Vielen Dank. Dann würde ich mich einfach noch mal ein bisschen anschließen mit anderen Fragen zum Prozess. Und zwar gab es noch die Frage der Moderation. Wie wurden denn die ModeratorInnen ausgewählt? Wurden die vorher geschult? Und welche Gesprächsmethoden wurden denn angewandt, damit auch weniger redegewandte und rhetorisch bewanderte Menschen zu Wort kommen? Wir hatten ja drei Durchführungsinstitute, IFOG, Nexus und das IPG. Alle drei Institute verfügen natürlich über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in genau solchen Verfahren geschult sind und haben darüber hinaus auch oft noch oder haben wir einen großen Pool von freiberuflichen Moderatorinnen, die man dann zusätzlich hinzurufen kann und buchen kann. Natürlich wurden alle auf die Durchführung und die Methodik, mit der wir arbeiten wollten, dann vorbereitet. Vor jeder Sitzung gab es ein tägliches Briefing, aber auch eine Moderatorenschulung ganz am Anfang. Das ist allerdings auch was, worüber wir im Moment nachdenken, dass wir das vertiefen wollen, um da noch mehr und breitere, auch methodische Kompetenzen bei allen, auch gleiche Kompetenzen bei allen zu haben. Denn es ist tatsächlich im Moment so gewesen, dass dann in den kleinen Gruppen natürlich die Moderatorinnen sehr stark auch mit ihrem eigenen Handwerkszeug gearbeitet haben, aber alle waren professionell. Und wir haben keine speziellen Methoden. Ich habe jetzt so im Chat nebenbei gesehen, da wurden gerade ein paar genannt, vorausgesetzt oder praktiziert. Wir haben ja mit dem Online-Format einfach auch testen müssen. Das heißt, wir haben viel in Kleingruppen gearbeitet, in sogenannten Zoom-Breakout-Sessions und haben da eine sehr klassische Gesprächsmoderation gemacht. Wir haben mitdokumentiert auf digitalen Whiteboards und haben darauf geachtet, dass es eine ausgewogene Sprachverteilung zwischen Männern und Frauen gab und dass alle ungefähr die gleiche Redezeit hatten und dass diejenigen, die sich häufig gemeldet haben, dann eben auch nicht mehr drangenommen wurden, sondern bewusst nachgefragt wurde, dass eben auch die sich zu Wort melden, die vielleicht eher etwas stiller sind oder von selber nicht darauf kommen. Und das war auch in dieser Form und in diesem Setting erstmal so ausreichend. Dann habe ich noch mal eine Frage, tatsächlich oder mehrere Fragen, die eigentlich immer kommen, zum Losverfahren. Und zwar kam noch mal die Frage von Menschen, die ein bisschen verwirrt waren. Es gab jetzt anscheinend schon zwei Bürgerräte auf Bundesebene, initiiert von Mehr Demokratie. Waren das immer unterschiedlich ausgewählte Menschen und wie wurden die ausgewählt? Und es gab auch noch mal explizit die Frage zum Losverfahren. Wurden Menschen mit Migrationsgeschichte berücksichtigt? Welche soziodemografischen Daten wurden berücksichtigt? Ist es repräsentativ zu Bevölkerung? Wahrscheinlich, Jascha, kannst du auch noch mal ganz viel dazu sagen. Nee, tatsächlich an dieser Stelle nicht. Das hat vor allem bei den drei Instituten Nexus übernommen, die da einfach wirklich die größte Expertise haben. Aber Claudine, du stecktest, glaube ich, auch da ziemlich drin, ne? Ja, da Käthe natürlich auch. Also ganz einfach. Bis dato wusste ich selber nicht, dass es kein zentrales Melderegister gibt. Also unsere Meldedaten sind alle in unseren Gemeinden, in unserem da wo wir unseren Erstwohnsitz haben, liegen die. Das heißt, wir haben bundesweit erstmal alle Gemeinden ausgelost und dann die Gemeinden angeschrieben und die Bürgermeister gebeten, quasi nach einem Zufallsalgorithmus einen Datensatz zu ziehen. Und dieser wurde dann angeschrieben. Also da war dann auch das Grußwort von Schäuble mit dabei und dass wir einen Bürgerrat machen zu dieser Frage, Deutschlands Rolle in der Welt, und also richtig ein Einladungsschreiben. Und das ist natürlich völlig klar, dass nicht jeder Mensch, der so einen Brief kriegt, den dann auch liest. Manche lesen ihn nicht, manche packen ihn ins Altpapier oder manche denken, es ist auch glatt ein Fake. Das heißt, wir haben ungefähr 4.500 Briefe rausgeschickt und Menschen eingeladen. Und von denjenigen, die sich zurückgemeldet haben, danach haben wir dann gefragt nach 4 Kriterien, nach Alter, nach Geschlecht, nach dem höchsten Bildungsabschluss und nach dem Migrationshintergrund.
nach diesen vier Kriterien haben wir eigentlich sozusagen den Spiegel der Gesellschaft zusammengesetzt. Also genau das Mini-Deutschland ja, an einen Tisch gebracht. Und man kann sagen, wir haben, die Jüngste war 16, der Älteste war, glaube ich, 92. Keinerlei Vorkenntnisse musste man haben. Es gab ja auch Leute, die hatten noch nicht mal ein Internet oder geschweige denn irgendwie hier so ein Laptop. Und all das wurde ihnen auch gestellt. Die haben Unterstützung bekommen, dass das alles keine Hinderungsgründe waren, teilnehmen zu können. Dann noch einmal eine Frage zu den beiden Bürgerräten. Und zwar kam die Frage, was legitimiert eigentlich mehr Demokratie oder auch zum Beispiel Es geht los, die auch bei beiden Bürgerräten Demokratie und Deutschlands Rolle in der Welt mit Initiatoren waren, eigentlich diese Bürgerräte zu einzusetzen oder zu initiieren? Und wie gewährleisten die InitiatorInnen, dass sie neutral halt sind und keinen Einfluss auf den Prozess nehmen? Ganz kurz, Käthe, ich möchte auf jeden Fall, dass du auch antwortest. Ich sage mal, wir von Mehr Demokratie haben jetzt so ein bisschen die Rolle von einer Stabsstelle übernommen. In Baden-Württemberg gibt es eine Stabsstelle, die ist dort einfach in der Regierung mit angesiedelt, die organisiert die Bürgerbeteiligung zu politischen Themen. Und das haben wir auf Bundesebene noch nicht. Und auch in Irland gab es aus der Zivilgesellschaft die Initiative und so einen Vorläufer des Bürgerrates, bevor es dann ganz staatlich institutionalisiert ist. Und wir von Mehr Demokratie haben zum Beispiel inhaltlich überhaupt keine Aktien drin. Also welche Ergebnisse jetzt da rausgekommen sind und ob die uns gefallen oder nicht gefallen, darauf, das geht uns gar nichts an. Wir stehen dafür und garantieren, dass der Prozess fair läuft und gut umgesetzt ist. Und das Interessante ist, wir probieren das Modell ja selber aus. Das heißt, wir haben das Ganze transparent gemacht. Das heißt, wir hatten Journalisten dabei, wir hatten Evaluatoren, wir hatten Wissenschaftler dabei, die bis mit an die Tischgruppen, in den Tischgruppen saßen, die Bürgerinnen und Bürger begleitet haben, sodass jeder alles sehen kann. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wenn du was Neues ausprobierst, mach es nicht hinter verschlossenen Türen und lass niemanden reingucken, sondern öffne die Türen und zeig alles, auch gerade da, wo du noch unsicher bist, wo du nicht weißt, ob es das so richtig ist, weil nachher haben alle die Kompetenz, um den ganzen Prozess beurteilen zu können. Und das finde ich jetzt zum Beispiel den größten Gewinn von diesem Bürgerrat. Alle konnten fast alles sehen. Katharina? Ich würde ergänzen, dass, also ne, wir sind beides, also die beiden Initiatoren sind gemeinnützige Vereine, also da gibt es schon irgendwie eine grundsätzliche Legitimität qua Rechtsform und dann natürlich die Möglichkeit, dass ja eben wir als Vereine dann die Möglichkeit haben, auch einfach politisch zu handeln. Und der zweite ganz wichtige Legitimitätsaspekt ist, glaube ich, schon der, dass im Bürgerrat Demokratie, also in dem ersten bundesweiten Bürgerrat, ja explizit auch der Wunsch ausgesprochen worden ist, weitere Bürgerräte oder das Mittel Bürgerräte weiter zu erproben und so natürlich das auch nochmal diese Position einfach gestärkt hat. Und langfristig, wenn das ein Instrument werden soll, was eben irgendwie verrechtlicht oder verstetigt werden soll, dann muss natürlich genau über sowas, Claudina hat es angesprochen, wie eine Stabsstelle nachgedacht werden und da auch irgendeinen ja tatsächlich eine Methode für gefunden werden, wie man das vielleicht gut zusammensetzt aus sowohl Zivilgesellschaft, Verwaltung, als auch vielleicht gelosten Bürgern, ne? So Bürgerräte, die mal dabei waren, Teilnehmende, die dann ihre Expertise auch anders einbringen können für die Fortführung von solchen Prozessen. Das, denke ich, eine ganz wichtige Debatte, aber wir sind eben gerade noch in diesem Experimentierfeld, wie können wir eigentlich Bürgerräte machen, und das ist auch wichtig, dass ja, es noch so ein bisschen Raum gibt, einfach auszuprobieren. Ja, Marie, haben wir noch weitere Fragen im Chat? Ja, auf jeden Fall. Aber Jascha, wolltest du noch was sagen dazu? Ja, ich wollte vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu sagen, sozusagen aus Partizipationssicht. Die schöne Nachricht daran ist, jeder ist legitim, einen Bürgerrat zu initiieren. Jeder Bürger ist legitimiert dazu. Natürlich braucht es eine Organisation, natürlich muss man sozusagen ein bisschen was haben, aber im Moment ist es so, auch gerade auf kommunaler Ebene, kann natürlich jeder, der jetzt nicht ein starkes Interesse vertritt, sondern dieses Instrument für den politischen Austausch nutzen möchte, das initiieren. Und das ist auch durchaus, finde ich, gut und richtig so.
Danke, Jascha. So, bevor ich jetzt nochmal zu Fragen zu den Inhalten komme, noch eine letzte Frage zum Prozess. Und zwar wurde nochmal das digitale Format angesprochen. Ihr hattet ja schon gesagt, dass es schon nochmal ein anderer Umgang zwischen den BürgerInnenräten war. Vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, wie denn die Konfliktlösung und der Diskurs im Online-Format so gelaufen ist. Ging das, dass Menschen den Streit gelöst haben, Kompromisse finden konnten, oder war es eher schwieriger? Ich würde sagen, es ging genauso gut wie in einem Gespräch auch. Es war sehr zivil, es war höflich. Große, massive Konflikte gab es in dieser Form, glaube ich, auch bei diesem Bürgerrat nicht. Zumindest habe ich nicht davon gehört. Natürlich gab es hin und wieder mal inhaltliche Differenzen, die dann diskutiert wurden, auch mal kräftiger diskutiert worden. Aber es ist jetzt nie so weit gekommen, dass man irgendjemandem von der Moderation er hätte komplett das Wort abschneiden müssen oder so, sondern das lief alles über ganz normale Moderationsmittel sehr produktiv in meiner Wahrnehmung. Frau Wunderlich meldet sich jetzt dazu nochmal. Wollen Sie noch berichten? Ich wollte da auch noch aus Mitwirkseite etwas dazu sagen. Wir waren selber erstaunt, wie harmonisch das alles verlief. Wir konnten uns irgendwo einigen, und wer das nicht mittragen konnte, der hat gesagt, okay, ich stimme dann nicht mit, aber ihr könnt das machen, ihr seid in der Mehrzahl. Es war nach meiner Kenntnis überhaupt nie der Fall, dass da also große politische Diskussionen und Kämpfe gewesen wären, was vielleicht auch mit daran lag, dass eine Gruppe von Menschen überhaupt nicht mit dabei war, die von vornherein vielleicht abgesagt haben, weil es nicht in ihre Weltanschauung passt. Vielen Dank für diese Perspektive. Gut, dann habe ich noch ganz viele Fragen tatsächlich zu den Inhalten, wo ich jetzt auch nicht so weiß, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht könnt ihr es. Und zwar hat jemand geschrieben, bei dem Leitbild fehlt mir der Wert Freiheit. Bedeutet Frieden und Sicherheit ein Austritt aus der NATO? Dann hat der deutsche Imperialismus und die Kolonialzeit und Deutschlands rassistische Vergangenheit eine Rolle gespielt? Hat die Rolle Russlands eine Rolle gespielt? Ich weiß, dass es halt 32 Empfehlungen und noch mehr Begründungen dazu gibt. Ich weiß nicht, ob ihr auf all das antworten wollt, aber was kann man solchen Leuten mitgeben? Genau. Wird vielleicht noch was zur Geschichte sagen wollen? Gerne. Und zum Rassismus und so weiter und Kolonialismus, da gab es Expertenvorträge, genau zu dieser Geschichte und zu diesen Aspekten, Expertenvorträge. Das wurde auch diskutiert, vielleicht nicht so in der Tiefe, das war ja auch nicht die Aufgabe, Rückschau, sondern Vorschau, aber das wurde mitgetragen und ich fand, dass an dem Ergebnis, dem Leitbild, vor allem eine Session besonders interessant war, Frau Wunderlich, ich glaube, Sie waren da auch ganz sehr aktiv, das war die, wo es um den Schatten ging, also diese Rolle, die auch einen Schatten hatte und der zuerst auf die autokratischen Länder, sozusagen ein Sinnbild für die autokratischen Länder, China, Russland, vielleicht auch Erdogan und so weiter, angewandt wurde, also als eine Figur, die für all die steht, die sich vielleicht nicht an die Regeln der Gemeinschaft oder der Welt hält, die, wie wir sie gerne hätten. Und dann kam aber zunehmend die Reflexion bei den Bürgerinnen und Bürgern, ja, in der Vergangenheit waren wir das aber selber auch. Und daraus hat sich tatsächlich dann auch das Leitbild, so wie wir es jetzt haben, entwickelt. Und das fand ich sehr spannend. Also ich würde schon sagen, dass diese Diskussion vielleicht nicht explizit war, aber einen wichtigen Einfluss hatte auf das Ergebnis. Ja, Marie, haben wir noch ein paar Fragen aus dem Chat? Wenn nicht, dann haben wir auch noch ein paar Meldungen.
Also ich würde noch mal ganz kurz den Hinweis geben für alle, die an diesen Inhalten so interessiert sind. Lesen Sie sich das Bürgergutachten wirklich mal durch. Also weil zum Beispiel zur Rolle Russland steht total viel drin. Auch zur NATO oder zu Bundeswehreinsätzen haben sich die Bürger in Gedanken gemacht. Das steht jetzt alles in diesem Leitbild, ist gar nicht so abgebildet. Aber es gibt 32 Empfehlungen und da gibt es auch noch ganz umfangreiche Begründungen. Es ist Wahnsinn, was die Bürger in 50 Stunden da wirklich gerissen haben. Ich bin da auch ganz erstaunt. Also lesen Sie auf jeden Fall da mal nach. Frau Böttler würde auch gerne noch was sagen zu dem Aspekt. Sind Sie noch? Die Vergangenheit war natürlich kein explizites Thema, aber ich finde, sie war immer mit dabei. Und die Tatsache, dass immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass Deutschland eine gute Rolle spielen soll, eine zurückhaltende und keine dominierende, die hat sehr viel damit zu tun, was wir wissen von der Vergangenheit Deutschlands und auch wie abschreckend das war. Also das war für mich unverkennbar. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern läuft, aber das war hier so. Ich will noch auf einen Punkt aufmerksam machen. Die Reisegruppen sind ja dann auf bestimmte Themen stark eingestiegen, aber abgestimmt am Schluss wurde von allen gemeinsam. Und beispielsweise beim Thema China ist in diesem Falle klar, dass aus der Gruppe Handel und Wirtschaft mit Blick auf China natürlich eine andere Voreinstellung dann mitgebracht wurde, als aus der Gruppe Menschenrechte. Und nun war es die Kunst, auch die Ergebnisse aus den einzelnen Reisegruppen zusammenzubinden und eine gemeinsame Stimme zu finden. Und das ist gelungen. Und ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass solche Prozesse auch vom Vertrauen leben. Keiner konnte die Gesprächsprozesse und die Verhandlungsprozesse in den anderen Gruppen nachvollziehen, das ging gar nicht, aber sie kannten das von sich selber und wussten, da haben sich das Leute ziemlich schwer gemacht, da vertraue ich darauf, dass ich diese Position jetzt auch akzeptieren kann. Und das ist da sehr sichtbar geworden, finde ich. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne die Rednerinnenliste schließen. Es gibt sogar ein Herz für diese Aussage von Evelyn Kutting. Liebe Ursula, ich würde dich bitten, die Hand runterzunehmen. Beim Bürgerrat gibt es eine Regel. Es redet alles zum zweiten Mal, wenn alle am Tisch gesprochen haben. Diese Regel würde ich auch gerne noch hier implementieren. Wir haben ganz viel, ich glaube, es bleiben noch ein paar Fragen unbeantwortet. Deswegen würde ich erst mal die rannehmen, die jetzt noch nicht dran waren. Unter anderem hat Barbara Wohlhardt letztes Mal die Hand oben gehabt, aber dann ist sie wieder runtergegangen und sie sollte doch nicht runtergehen. Liebe Barbara, was ist deine Frage oder Anmerkung? Ja, hallo. Also erstmal möchte ich euch auch ein dickes Lob geben, weil ich war richtig begeistert, als ich darüber gelesen habe. Und vor allem kann ich beurteilen, glaube ich, was für eine immense Arbeit das war, das zu strukturieren, das aufzubauen, die Gruppen zu bilden, Moderatoren zu finden und so weiter, das... Meine Güte, also ein ganz, ganz dickes Lob dafür. Und ich finde es auch eigentlich wunderbar. Aber ich sehe in dem Ganzen auch eine Gefahr. Also ich war lange in der Kommunalpolitik aktiv, nicht als Stadträtin oder so, sondern als Mitarbeiterin einer Fraktion. Ich kenne das gleiche Phänomen auch von einer Freundin aus Berlin, die dort auch in einem Bürgerbeteiligungsprozess involviert ist. Unsere Erfahrung ist, sowohl in Berlin als auch in Freiburg, dass Bürger beteiligt werden, zum Teil sogar institutionalisiert, werden Bürgerbeteiligungen für bestimmte Projekte gemacht. Und dann geht die Exekutive hin und erst sagen sie, sie wollen das so machen, wie die Bürger das wollen, und dann geht die hin und macht einfach, wie sie will. Und die Leute sind erbost und wütend und können überhaupt nichts mehr machen, weil alles schon gelaufen ist. Und daraus kommt ein ungeheurer Frust, natürlich auch ein Politikfrust, ein Frust daran, sich überhaupt noch zu beteiligen. Und ich frage mich, wenn jetzt diese Bürgerräte dem Bundestag vorgelegt werden und die Ergebnisse werden vorgelegt und es kommt so ähnlich, dass also die Parlamente
gar nicht darauf eingehen, zwar wohlwollend mit den Leuten reden, aber hinterher fallen sie doch hinten runter. Wie beugt ihr der Gefahr vor, dass all diese vielen Beteiligten nicht total frustriert sind, wenn das dann so rausläuft? Ja, Käthe, du bist ja auch in Frankfurt aktiv, selbst mit einem gelosten Beteiligungsgremium. Wie kannst du das aus deinen Erfahrungen einordnen? Ja, ich habe ja noch dazu das Privileg und die Bürde, Politikwissenschaftlerin zu sein. Also ich kann es auch versuchen, ein bisschen einzuordnen. Weil ich glaube, das Argument oder die Problematik liegt auf zwei Ebenen. Nämlich, dass es einerseits wir mit gelosten Bürgerräten, worüber wir gerade sprechen, das sind beratende Formate und da gibt es noch keine Verbindlichkeiten. Zumindest jetzt auf jeden Fall nicht bei dem Bürgerrat Deutschland Rolle in der Welt. Und ich denke, da geht es ganz stark darum, man muss tatsächlich die Erwartungen klar machen, sowohl auf Seiten der Politik als auch auf Seiten der Teilnehmenden. Also sagen, es geht hier darum, dass eine Empfehlung ausgesprochen wird. Natürlich setzen wir uns als Durchführer und als Organisatoren dafür ein, dass diese Empfehlung auch wirklich vom Bundestag behandelt wird und sich damit auseinandergesetzt wird. Und daraus können weitere Prozesse entstehen, aber es existiert keine rechtliche Verbindlichkeit oder so. Dass aber natürlich es Beteiligungsverfahren gibt, und zwar auch viele, wo Beteiligung vorgesehen ist, qua rechtlicher Struktur, die aber nicht als genuin hilfreich, sondern irgendwie eher so als was Lästiges angesehen wird und dadurch eine enorme Frustration entsteht, ist ein Phänomen, was irgendwie die Bundesrepublik schon seit einer Weile begleitet und auch eine große Herausforderung für, denke ich, also sowohl Beteiligungsakteure wie uns, aber natürlich auch für Stadtverwaltungen oder sämtliche andere Art von Exekutive ist. Und da ist es, glaube ich, also da können wir insofern eine Antwort darauf geben, dass es langfristig darum geht, eine andere politische Kultur und eine andere Vorstellung davon, was es eigentlich bringt, Bürger zu beteiligen, etablieren wollen und das denke ich auch können. Ne? Also wenn so ein gemeinsamer Lernprozess entsteht, wenn jetzt sehr viele Abgeordnete sich mit dem Gutachten zu Deutschlands Rolle in der Welt auseinandersetzen und erkennen, dass es eigentlich ganz spannend ist, sich darüber zu unterhalten, dann nimmt man vielleicht auch die Angst vor Beteiligungsverfahren. Und das ist aber ein Prozess, der muss laufen, sowohl bei Verwaltung, bei Gewählten, also bei Mandatsträgern und auch von Seiten der Bürgerinnenschaft, nämlich auch nicht zu erwarten, dass die Ergebnisse zu 100% umgesetzt werden, weil wir ja immer noch gewählte Mandatsträger haben, weil wir in einer repräsentativen Demokratie leben. Und diesen Dreischritt irgendwie aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft gut hinzubekommen, das ist eine dringliche Aufgabe auf jeden Fall. Und das können Bürgerräte allein nicht lösen, aber das denke ich eine Debatte und auch eine Herausforderung, die man jetzt durch diese Öffentlichkeit, die Bürgerräte erfahren, gut angehen kann. Vielen Dank. Andreas Zeuch hat sich jetzt auch noch gemeldet, aber dann würde ich wirklich die Rednerinnenliste gerne schließen, weil wir versuchen nicht allzu viel zu überziehen und die Teilnehmendenzahl nimmt auch schon ein bisschen ab. Im Chat hat sich nämlich auch noch die Bettina gemeldet. Ist diese Meldung denn noch aktuell? Im Prinzip nicht. Also es wurde schon einiges beantwortet. Alles klar. Dann ist die Alex noch da. Okay, dann wahrscheinlich nicht. Dann Renate, ganz schnell bist du an der Reihe. Ja, super. Glück gehabt. Ja, schönen guten Tag. Ich gehöre zu einer Gruppe in Berlin, die sehr hofft, dass es bald einen Klimabürgerrat gibt und wir sind sehr optimistisch, dass die Koalition sich dazu entscheiden wird. Und was Sie, Frau Niert, vorhin sagten, man habe jetzt keine Aktie, was die Ergebnisse betrifft. Also wenn man das durchführt, so wie wir das auch durchführen wollen, wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Wieso machen wir das dann? Also wenn wir Berliner wollen natürlich, dass sich Berlin mit dem Klima befasst, weil es ein Klimabürgerrat ist und dass sie nicht alle sagen am Ende, wir machen gar nichts, uns geht's gut und wir gucken, was dann passiert. Also worauf
Worauf setzt man bei Bürgerräten? Ist es diese Schwarmintelligenz, die dann so am Ende doch ein gutes Ergebnis, ein Ergebnis, auf das man sich sozusagen verlassen kann, dem man vertrauen kann, dass es dieses Ergebnis gibt? Was ist Ihre Erfahrung? Also da können ja alle ihre Meinung sagen und irgendwie ruckelt sich das zu einem Konsens zurecht. Kann da auch ein Parlament etwas von lernen, weil sich die Parlamente ja auch intensiv beschäftigen? Was ist der Unterschied? Was ist das Geheimnis eines Bürgerrates? Das Ergebnis? Ich würde gerne antworten. Ja, gerne. Also ein Qualitätsmerkmal von guten Bürgerräten ist, dass sie ergebnisoffen sind. Dass eine konkrete Fragestellung da ist, aber das Ergebnis ist bis zum Schluss offen. Und eine Qualität des Bürgerrates ist es auch, dass die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung ändern können. Und zwar mehrmals auch im Prozess. Denn ich habe mal die eine Position, dann die andere Position, dann höre ich Experten, Kontra, Pro-Meinung, wie auch immer. Also der Meinungsbildungsprozess, der findet im Bürgerrat selber statt. Und das ist das Besondere. Und ich würde es nicht die Schwarmintelligenz nennen, sondern eher die Weisheit der vielen. Also je individueller die Zusammensetzung eines Bürgerrates ist, desto mehr ist gewährleistet eigentlich, dass alle Positionen angesprochen werden und bewusst gemacht werden. Und am Ende sagt die Gruppe so, und was ist jetzt eigentlich die beste Empfehlung auf dieser Grundlage? Was empfehlen wir jetzt? Und das ist genau das, woran die Politik so interessiert ist, weil sie sagt, ich habe durch einen ausgelosten Bürgerrat kann ich erfahren, was vielleicht mehrheitlich die Bevölkerung tatsächlich denkt. Und das ist für jeden Auftraggeber, der einen Bürgerrat macht, eben auch die Überraschung. Also deswegen kann man, glaube ich, auch die Politik gar nicht dazu verpflichten, weil es kann natürlich auch sein, dass sie sagt, jetzt haben wir die Meinung, ist ja interessant, die befolgen wir oder würden wir gerne befolgen, aber wir stehen noch in den und den Sachzwängen. Aber allein das offensichtlich zu machen, ist schon ein großer Erfolg. Danke. Dann haben wir noch Andreas Zeug. Ja, Andreas Zeug aus Flensburg. Ja, vielen Dank nochmal für dieses großartige Format. Das ist wirklich sehr, sehr erhellend. Ich sitze als Ratsherr im Stadtrat der Stadt Flensburg und sehe eigentlich zunehmend das Problem, dass Politik eigentlich zunehmend wenig, sagen wir, sachorientiert inhaltliche Entscheidungen fällt. Das wird meist alles unter dem Aspekt der Fraktionspolitik entschieden. Meist habe ich das Gefühl, die Politiker haben eine Fraktionssonnenbrille auf, die mindestens einen Lichtschutzfaktor von 90-95% hat. Und mein Problem, also mein Vertrauen dort in die Entscheidungsfindung von Politik schwindet zunehmend. Und wir leben ja nun mal in einer sehr komplexen Welt mit sehr komplexen Problemen, die natürlich auch komplexe, sachliche und nachhaltige Lösungsansätze erfordern. Und ich denke eigentlich, dass mit Bürgerräten oder auch vielleicht mit einer Form von Trialogen in der Form von Zukunftswerkstätten man zu einer anderen nachhaltigen, zukünftigen Entscheidungsfindung kommen kann. Da würde ich auch mal die Meinung vielleicht von Frau Niert und auch von Frau Birtler zu hören, wie Sie das sehen. Also auf Bundesebene ist es ja meistens auch, sind ja auch andere Entscheidungswege und andere Faktoren notwendig als in der Kommunalpolitik, wo man natürlich direkt dran ist am Bürger und auch in seinem Umfeld. Frau Bettler, Claudine? Wer möchte reagieren? Soll ich anfangen? Gerne. Danke, Herr Zech. Es stimmt schon, solche Bürgerräte sind in mancher Beziehung natürlich noch mal unabhängiger als Menschen, die ein politisches Mandat haben. Die werden zum Teil unter Druck gesetzt, weil sie ja wiedergewählt werden möchten. Es gibt dann manchmal auch de facto Fraktionszwang oder ganz unsichtbare Interessen, die gibt es ja leider auch, die solche Debatte dann auch wirklich stören. Und ich habe das oft genug gemerkt, dass wenn man sich in so eine Partei reingibt und dann auch viele Leute kennt oder so, neigt man auch zur unkritischen Übernahme dann sämtlicher Positionen.
dieser Partei. Und es tut eigentlich gut, wenn man sich daraus mal befreit. Also das sind die Vorteile von solchen Bürgerräten. Und deswegen glaube ich, dass diese Verbindung von Bürgerrat und Politik auch besonders wichtig ist, weil so eine Meinung dann auch geäußert wird. Und dann gibt es noch ein zweites, aber das weiß ich nicht so genau. Claudine hat ja vorhin davon gesprochen, dass sehr viele Leute die Einladung nicht angenommen haben. Wir können ja nur fantasieren, aus welchen Gründen sie das nicht getan haben. Also da mag es ganz, ganz reale und geben und Zeitmangel oder Desinteresse. Aber natürlich muss man auch sagen, dass sachliche Debatten auf der Grundlage von halbwegs objektiven Informationen schon mal für eine bestimmte Klientel was Abschreckendes haben. Die sind so ein bisschen wie das Weihwasser für den Teufel, ja. Also da reden Leute einfach auf der Grundlage von, also ohne Propaganda und ohne Lügen diskutieren die einfach. Und das ist nichts für jedermann. Also da ziehen sich dann manchmal auch die Leute zurück, die einfach nur irgendwo hingehen und ihre Meinung bestätigt sehen wollen. Und deswegen kommt es, glaube ich, ziemlich oft zu ziemlich vernünftigen Meinungsäußerungen aus den Bürgerräten. Also an dieser Stelle interessiert mich jetzt vor allem die Evaluation. Also die Wissenschaft hat das ja wirklich begleitet, diesen Prozess. Und ich lade euch alle ein, wir werden eine Veranstaltung dazu machen, wo genau diese Ergebnisse, der Bericht ist noch nicht fertig, das wird erst nach Ostern sein, Mitte Mai, wir eine Veranstaltung machen, die all das auswertet. Weil natürlich ist es auch interessant zu gucken, wer hat denn teilgenommen im Bürgerrat, welche Parteipräferenzen gab es denn und all die Dinge. Was mich fasziniert hat bei dem ersten Bürgerrat schon in Leipzig war, dass es eigentlich keine Rolle spielte, woher ein Bürger oder eine Bürgerin kam, welche politische Farbe sie hatte, eigentlich welchen Beruf sie hatte. Also es war, ich habe es immer so beschrieben, die betraten den Raum und haben sozusagen ihre persönlichen Interessen, ihren Mantel abgestreift als Privatperson und sind als Bürgerinnen und Bürger hineingegangen, um fürs Ganze zu bürgen. Also allein das Auslosen und das Hineingehen in so ein Format verändert schon, würde ich mal sagen, die Rolle, die der Bürger und die Bürgerin einnimmt. Weil keiner geht dahin und sagt, ich sage jetzt mal meine Meinung und ich drücke meine Interessen durch, sondern jeder geht dahin und ist auch erstmal neugierig zu hören, was die anderen denn mitbringen. Und das finde ich den spannendsten Moment im Bürgerrat, dass es darum geht, sich nicht gegenseitig zu überzeugen und an die Wand zu argumentieren, wie das üblicherweise im politischen Betrieb ist, sondern einander zu verstehen und die Position, wo jemand, die jemand mitbringt oder die Einsicht, die jemand mitbringt, da heraus eine Gesamtsicht zu entwickeln. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Qualität, die brauchen wir für die Zukunft auch fürs Parlament. Denn im Parlament haben wir immer das Problem, dass es Machtallianzen gibt. Die Partei mit der anderen Partei schließt sich zusammen und dann können sie zusammen Politik machen und am besten macht man mit der Opposition gar nichts. Und wir brauchen aber inhaltliche Allianzen. Also da spielt die Parteifarbe, darf gar keine Rolle spielen, sondern weil man sich in der Sache einig ist, kommt man nach vorne. Und ich glaube, da gibt es schon noch viel zu lernen und auch abzugucken. Das war ja schon fast beinahe ein Schlusswort. Liebe Andrea Wübold, ich kann Sie leider nicht mehr rannehmen, aber Sie können gerne die Frage in den Chat schreiben und dann versuchen wir, die noch zu beantworten. Ich wollte das bestätigen eigentlich, was Claudie Niert gerade gesagt hat. Das war auch mein Ansatz. Ja, super, vielen Dank. Jetzt möchte ich gerne unseren geladenen Gästen auch nochmal die Möglichkeit geben, wenn jetzt noch irgendwas gesagt werden muss, einfach nochmal ein kleines Statement zu geben, wenn ihr wollt. Wenn jetzt aber schon alles gesagt wurde, dann möchte ich glaube, jetzt irgendwie noch mal was rauszupicken und irgendwie so ein kleines Resümee des Rückblicks zu machen, ist genauso schwierig wie die Claudine. Da war vorhin eine Frage im Chat und die war so eine bisschen Vision, wie wir uns eigentlich das Instrument in Zukunft vorstellen können und wie selbstkritisch wir jetzt auch damit umgehen. Und ich glaube, die ganzen kritischen Punkte, die sind vorhin auch schon genannt worden. Also wie kommen die Entscheidungen wirklich zur Politik? Wie setzen sie die um? Aber wenn ich so eine Vision habe und sagen darf oder was wir auch anstreben von mehr Demokratie, ist klar, das Parlament soll zukünftig einfach Bürgerräte beschließen können, idealerweise vielleicht mit einer einfachen Mehrheit, sodass wir in jeder Legislatur ein, zwei Bürgerräte haben. Aber ich wünsche mir auch, dass es von unten auch initiierbar möglich ist. Also dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, Mensch, in dieser Legislaturperiode fehlt mir ein Thema absolut und darüber müssen wir jetzt sprechen.
Das wäre jetzt wahrscheinlich in dieser Situation zum Beispiel ein Corona-Rat gewesen, wo die Bürger sagen, bitte stellt doch einen Bürgerrat zusammen und lasst euch noch in Corona-Fragen einfach nochmal von so einem Bürgerrat beraten. Wie das klug sein kann, wie das gut ausgestaltet ist, dass es nicht nachher ein Frustinstrument ist, das muss man noch in der Tiefe erkunden. Aber ich glaube, das ist durchaus über die Verfahren möglich. Also das ist eine Vision, in die wir uns rein entwickeln wollen, dürfen. Und es gibt noch Arbeit für uns. Das ist ja auch schön. Die ist jetzt irgendwie nochmal irgendwie noch kleine Punkte oder alles, was wir gelernt, gehört haben, nochmal was rauszupicken, ist wirklich schwierig, aber ich fand es wirklich schön, auch zu sehen, wie Frau Wunderlich hat am Anfang gesagt, dass sie sich freut, dass jetzt endlich mal die Menschen hinter dem Bürgerrat eine Stimme bekommen und wie die Stimmen von den Teilnehmern auch hier in diesem Kreis mit eingeflossen sind. Das fand ich sehr schön. Danke an die Teilnehmer des Bürgerrats, die sich da auch das Wort ergriffen haben. Insofern bleibt mir aber jetzt noch Sie darauf hinzuweisen, das war jetzt nur der Anfang unserer dritten Staffel der Webinarreihe Mehr Demokratie im Gespräch. Sie werden jetzt in den nächsten Wochen immer mittwochs um dieselbe Uhrzeit ähnliche interessante Menschen treffen, und zwar zum Beispiel auch Corona und Bürgerräte. Dann wurde auch schon der Bürgerrat Klima angesprochen, da wird es dann auch nochmal zu gegebener Zeit darum gehen. Dann gibt es zur Konferenz zur Zukunft Europas zum Beispiel noch, zu Volksentscheiden, Wahlalter mit 16 und auch zur Online-Plattform Konsul wird es noch Themen geben. Dazu hat die Marie bereits den Link geschickt. Klicken Sie da gerne drauf, da bleiben Sie informiert. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu danken. Dankeschön, dass Sie jetzt alle teilgenommen haben oder per Livestream dabei waren. Dankeschön, liebe Jascha, liebe Claudine, liebe Käthe, Frau Bittler. Dankeschön, dass Sie dabei waren und sich auch hier auf den heißen Stuhl mit uns gesetzt haben. Und Marie für die Co-Moderation und Anselm für die Organisation. Danke, haben Sie einen schönen Abend, wenn Sie den Laptop auszuklappen. Danke schön, tschüss. Schönen Abend.